Jetzt erhalten und loslassen, Kanonen abzufeuern. Okay. Bereit zum Feuern! Okay, jetzt sind die bereit. Und los! Feuer frei! Nice! Gut gemacht, Junge! Jetzt alle Kanonen auf den Bug und größtmöglichen Schaden anrichten! Okay, jetzt machen wir noch glatt. Nochmal RT. Bereit machen! Und Feuer! Feuer! Fuck yeah! Boah, es ist so episch! Hab noch Pulver geladen! Gut! Jetzt probier mal die Drehbassen, sind genauer! Triff die alten Pulverfässer und jag sie in die Luft! Meine Spezialität! Machen wir auf jeden Fall! Noch nicht! Feuer! Okay, das war... LT! Jetzt! Wow! Klasse. Nicht schlecht für einen Frischling, Captain. Du lernst aber schnell. Wenn mich etwas interessiert. Wir finden Geschmack an der offenen See. Wir machen noch einen echten Seebären aus dir. Aber jetzt sollten wir zurück. Der alte Mann wird mir sonst noch das Fell über die Ohren. So sieht's aus. Das wollen wir nun wirklich nicht. Der Typ ist schon badass. Oh Mann, das mit den Schiffen ist so erfrischend. Nicht nur, dass wir die steuern, wir können sogar Kanonen abfeuern und so gegen Schiffe kämpfen. Oh oh. Kanonenboote kommen! Warum schießen wir? Wow! Okay, halbes Segel. Königliches Eigentum beschädigen. Okay, wir drehen. Kanonen laden. Wir können nichts tun, als uns zu wehren. Versenkt den Bastard! Machen wir auf jeden Fall. Wow, wir wurden getroffen. Benutzt die Drehbassen, Captain. Ja, voll, Volltreffer. Boah, das ist voll daneben. Den haben wir auch noch getroffen. Okay. Damit habe ich null gerechnet. Ah, der ging leider daneben. Okay, drehen, drehen, drehen. Noch ein Stück. Getroffen, nicht versenkt. Ich schaue mir kurz meine optionalen Ziele an. Erfolgreich bei Angriffen in Deckung gehen. Okay, noch ein Schuss. Feuer. Na komm schon, wir müssen ein bisschen drehen. Noch ein Stück drehen. Ich frag mich nur, wie wir bei Angriffen in Deckung gehen sollen. Wir müssen halt richtig abdrehen oder so. Boah, die Dinger sind schon episch. Wir müssen nur näher rankommen. Volles Segel. Voll! Okay. Englische Fregatte! Ich erfahre noch eine! Wo um alles in der Welt kommt die denn her? Nicht gut. In Deckung! Wow! Wie kann nur eine Kugel nur über unsere Köpfe fliegen? Okay. Das heißt in Deckung gehen, alles klar. Stell die Kanonen laden. Feuer! Breitseite abnehmen! Boah, das war voll daneben, okay. Nicht volles Segel. Oh, super. Gut in Deckung gegangen. Ah, das war daneben. Jetzt. Das war ein Ticken zu spät. Wunderbar. Nochmal runter. So werden wir nicht getroffen, ist ja lustig. Nur weil wir uns ein bisschen ducken. Ich konnte mich nicht ducken, weil ich schießen wollte. Oh, nochmal ducken. Viel hält das Schiff nicht mehr aus. Und Feuer. Ja, voll. Und Feuer! Ja, voll! Oh, der rammt uns gleich. Oh, shit. Oh, ich kann mich hier nicht ducken. Ich
Ich muss mich drehen. Runter! Runter! Boah, viel Energie habe ich nicht mehr. Das Schiff steckt aber super viel weg. Warten! Feuer frei! Sie hat uns voll getroffen! Der Rumpf ist beschädigt! Oh shit, wir haben gar keine Energie mehr. Feuer! Ihr Ruder ist kaputt! Auf mein Zeichen! Komm schon! Okay. Wir regenerieren ein bisschen Energie. Feuer! Ah, okay, war nicht so schlecht. Wir müssen mal gucken, wo dieser weiße Lichtkegel ist. Dann treffen wir das Ding. Negativ! Breitseite abgeben! Deckung! Okay, war gut. Wir sind noch dabei. Und nochmal ducken. Achtung! Boah, das Schiff steckt so viel weg. Und Feuer! Da kann man auch nicht viel machen. Bereit machen, Jungs! Und nochmal runter. Runter! Das gibt's einfach nicht. Konnten wir nicht rechtzeitig ducken. Ah, oh, das ist ärgerlich. Das Schiff steckt so ultra viel weg. Ich habe den schon ein paar Mal getroffen. Ich muss so abdrehen, dass ich näher komme, aber die mich nicht erwischen können. Das ist der Trick dabei. Ich erfahre noch ein. Wo um alles in der Welt kommt die denn her? Hallo, ich habe mich doch geduckt. Egal. Oh, die haben eine Kanone zerstört von uns. Jetzt. Okay, gar nicht mehr so schlecht. Wir sind dabei. Okay. Und nochmal ducken. Das ist echt wirklich ein bisschen tricky. Wir müssen abdrehen. Köpfe runter! Wir müssen abdrehen. Kräft auf halbes Segel! Halbes Segel! Versuchen es mal so. So ist gut. Bereit zum Feuern! Kein Segel! Oh shit, das Ding voll gerammt! Boah! Nice! Oh, stinken auch vor! Zum Gas geben! Ja, wir haben es geschafft! Wow, das war geil! Boah, das Schiff einfach nur gerammt, einmal draufgeschossen, das war's dann auch direkt. Und ich habe mich gerade so gequält. Da muss ich mich teilweise auch echt ein bisschen konzentrieren. Da muss ich mal gucken, wie man dreht, sodass das Schiff einen nicht so richtig erwischen kann. Am besten gar nicht. Eine volle Synchronisation. Okay. Boah, da muss man sich erst dran gewöhnen. Man muss immer die richtige Ausgangsposition haben, bevor man schießt. Das ist schon ziemlich tricky. Man sollte sich nie, so wie ich gerade am Anfang, die ganze Zeit in Schussreichweite geben lassen. Beziehungsweise einfach wegdrehen. Ich hab sie! Hab sie alle! Bring mir, was ich will, und ich geb sie dir. Ganz einfach! Du hast ein Schiff! Du könntest sie alle finden! Wer ist dieser Mann? Wer? Nun, der alte Seebär spricht ständig von irgendwelchen Briefen von Captain Kidd. Völliger Unfug, aber er tut keinem was, also lassen wir ihn. Sprich mit ihm, wenn du magst. Doch Vorsicht, er kaut dir ein Ohr ab. Wie auch immer, die Akia steht bereit. Wenn es dich wieder aufs Meer hinauszieht, warten wir auf dich. Nun bitte ich dich, geh wieder auf den Hügel, bevor der alte Mann wegen mir den Ruhestand beendet.
Besser ist das. Reden wir mal mit ihm, mal gucken, was er so zu erzählen hat. Der labert uns wahrscheinlich jetzt derbe die Ohren voll. Oh, sind schon direkt hier. Du hast dich nicht einmal verabschiedet. Verzeih. Und? Worauf wartest du noch? Zieh das an. Einst vor langer Zeit gab es eine Zeremonie für solche Anlässe. Aber ich glaube, wir beide sind nicht der Typ für so etwas. Du hast Werkzeug und Ausbildung. Du hast Aufgaben und Ziele. Und nun hast du einen Titel. Willkommen in der Bruderschaft, Connor. Damit hat Connor seine Ausrüstung bekommen. Beziehungsweise seinen geilen Mantel. Top, wir gehen zurück. Wow. Sieht der nicht absolut badass aus? Da haben wir Connor in voller Pracht. Willkommen zurück, Desmond. Du wirst froh sein, dass es endlich mal gute Neuigkeiten gibt. Ja? Es ist mir gelungen, eine Energiequelle zu finden und sie ist nicht weit weg. Lust auf einen Trip nach Manhattan? Ist es denn auch sicher? Abstergo wird doch bestimmt nach uns suchen. Nichts ist sicher. Wir können aber auch nicht hier rumsitzen und auf Glück hoffen, oder? Wir brauchen die Energie. Außerdem wirst du unsere Aktionen schon verschleiern. Vielleicht. Die Templer haben ja Zugang zu allen möglichen Satelliten und Kamerasystemen. Wir müssen unsere Digitalsignatur irgendwie verbergen. Den Van kann ich vermutlich auch tarnen. Nur für uns kann ich nichts tun. Das ist doch einfach. Selbst im echten Leben ein Assassin, hä? Und sein Vater sagte mal, er ist nichts nutz. Versicherten die örtlichen Versorgungsunternehmen, dass sie auf die bevorstehenden Sonneneruptionen gut vorbereitet sind. Die zu erwartenden Ausfallzeiten bezeichneten sie als minimal. Tja, wenn die wüssten. Was ist das? Eine ferngesteuerte Kamera. Sie versorgt uns mit Bildern, wenn du auf einer Mission bist. Und das ist unsere Sprechverbindung. Wir sind fast da, also hör zu. Das Artefakt ist in einem Penthouse-Büro in Lower Manhattan. Um diese Uhrzeit würde jede Art des direkten Zutritts bemerkt werden. Ich glaube, wir haben bessere Chancen, wenn du von oben kommst. Wie von oben? Fallschirmspringen? Wow! So schnell geht's. Natürlich nicht, wir sollen nur von oben eindringen. Hörst du mich? Test, Test. 1, 2, 3. Ja, verstehe dich gut. Aktivier doch mal die Kamera. Ich habe ein Bild. Die Diagnose läuft. Perfekt. Ich habe ein schönes, starkes Signal. Ein bisschen gestört, oder? Nur als Warnung. Von jetzt an hast du keinen Zugang zum Aufzug. Du musst auf die altmodische Art nach oben. Okay. Das heißt dann wohl klettern. Endlich mal wieder ein bisschen Action mit Desmond. Okay, hier hoch, hier hoch, hier hoch und dann hier rüber. Nee, soll jetzt eigentlich auf das Rohr. Na, gehst du doch rüber? Alles klar. Ganz schön agil, der Typ. Nicht hier hoch, hier runter. Hier runter und dann hier durch.